Das ist der sechste Talk in dieser Reihe, das Leben des Buddha. Und damit man nicht nur eine Zahl hört, habe ich da ja diesen Titel immer jetzt dazu gegeben, Transformation und Heilung, weil das auch genau das beschreibt, was Angulimalas Leben für Buddhisten bedeutet, warum das tradiert wurde. Und bevor ich das erzähle, will ich noch etwas sagen, und zwar bisher war ich relativ chronologisch in der Reihenfolge des Lebens des historischen Buddha Gautama. Aber ab jetzt gehe ich so ein bisschen nach Orten und Gruppen vor. Also er ist jetzt, erinnern uns, dass er in Savatthi angekommen ist, da ein Kloster geschenkt bekam durch den Anathapindika, diesen Gönner. Und jetzt wollte ich ein paar Dinge erzählen, die in Savatthi relevant waren. Und um das Leben dieses bemerkenswerten Menschen, Gautama, der Buddha wurde, kennenzulernen, gehört unbedingt dazu, welche Wirkkraft er hatte, was für Auswirkungen das hatte für andere Menschen. Und eine sehr beliebte Geschichte ist eben diese Geschichte von dem Angulimala, die in allen Traditionen auch tradiert wurde. Die gibt es also im Pali-Kanon, im Nukleus sozusagen, in der Urgeschichte, und dann aber auch in Geschichtsschreibungen des Theravada, die auch zum Teil zum Kanon gehören, also sogenannte Avadana- und Wangsa-Literatur, die Chroniken und Legenden der Personen. Das ist aber schon viel Legendenbildung. Und dann gibt es davon Beispiele in dem chinesischen Kanon, ganz viele, und auch im Tibetischen. Und im Tibetischen bin ich ja einmal ausgebildet worden, und da habe ich zuerst eigentlich die Angulimala-Geschichte kennengelernt. Und das war also um das Vielfache mehr Information, als ich in den alten Texten gefunden habe. Nun ist ja mein Wunsch und meine Absicht, dass wir sozusagen die Legenden von der Urüberlieferung trennen, weil wir können wirklich den Buddhismus und den Buddha nur verstehen, wenn wir auf das hören, so nah es möglich ist, was er selber von sich gesagt hat oder seine unmittelbaren Schüler, was sozusagen in der ersten Zeit tradiert wurde. Und da ist der Pali-Kanon am dichtesten am Buddha sozusagen. Und es ist aber relativ schwierig, die Suttas zu lesen, weil die Übersetzungen sind im Deutschen sehr alt und manchmal auch ungenau. Es gibt auch Varianten, es gibt auch neuere Übersetzungen, aber die sind oft zu lang. Und im Englischen ist es etwas einfacher. Da haben wir ganz tolle Übersetzungen von Bhikkhu Bodhi in den letzten Jahren bekommen. In Wisdom Publication sind die erschienen. Die Nikayas in der Übersetzung von Welch erst und dann Bhikkhu Bodhi hat gerade wieder ein neues Werk rausgebracht, das ist wieder so fett. Hallo Viviana, komm rein. Und das ist gerade angekommen bei mir, das ist mein Lieblings-urbuddhistisches Sammelwerk, das heißt Suttanipata. Und da hat er aber nicht nur den Text übersetzt, sondern alle Kommentare dazu. Und das ist wirklich so ein dicker Schmöker, wo man wieder eigentlich ein ganzes Jahr verbringen kann, um den richtig durchzuarbeiten. Und weil das so ist, weil diese alten Suttas, die eigentlich die befreiende Botschaft des Buddha Gautama erzählen, so schwer zugänglich sind, versuchen wir immer für diese Veranstaltung und auch überhaupt für uns auch selber, Bücher vorzustellen, die auf den Markt kommen, die das zugänglicher machen. Das eine haben wir schon hier öfter gezeigt, das ist in den Worten des Buddha von Bhikkhu Bodhi, die Übersetzung aus dem Englischen. Das Englische, ehrlich gesagt, leichter zu lesen noch als das Deutsche. Das Deutsche hat manchmal ein bisschen stolperige Sprache. Das ist ein sehr guter Zugang thematisch zu den Suttas, die aber dann nicht in voller Länge oft sind, damit man einfach auch genügend Überblick bekommt. Das kann ich rück nochmal durchgeben, aber ich glaube, das kennt ihr schon. Und gerade just bin ich auf was gestoßen, das ist in der Buddhismus aktuell in der Neuen angekündigt, und zwar ein Paul H. Köppler vom Waldhaus Verlag. Das ist auch schon ein Altbuddhist praktisch in Deutschland. Der hat früher mein Buch geschrieben, das heißt So lehrt der Buddha im Barth Verlag. Und das ist aber irgendwie vergriffen gewesen. Und dann hat er das Ganze nochmal geschrieben. Und zwar hat er da auch eine Auswahl von den schönsten Suttas gehabt. Und die hat er jetzt nochmal neu geschrieben, nochmal neu übersetzt in wo er die ganzen Wiederholungen weggelassen hat und wo er es in moderne Worte umgeschrieben hat. Und ich habe das bestellt, um das vorzustellen, ehrlich gesagt, und wir haben das schon ein bisschen angelesen. Und da ist auch die Geschichte, die ich heute erzähle, in sehr kurzer Form drin, trotzdem ist alles drin. Und dieses Buch würde ich euch sehr empfehlen, wenn jemand sich einlesen will in die Suttas,
das aber schwierig findet, so dicke Wälzer von Anfang an durchzulesen. Das gebe ich mal hier rum, könnt ihr euch anschauen. Kostet 28,50 Euro, weil es auch eine kleine Auflage hat, aber ihr könnt die Auflage vermehren. Wenn ihr wollt, können wir das auch zusammen bestellen, wenn da jemand Interesse hat. So, weil die Geschichte von Angulimala eigentlich nur ein Sutta hat, in der das wirklich tradiert wird. Und dieses Sutta in Majjhima Nikaya steht und man nicht viele Sachen zusammennehmen muss, will ich heute was anderes probieren. Sonst habe ich sozusagen eine Menge Informationen, die ich versuche in eine knackige Geschichte zu packen, damit man ungefähr dem folgen kann. Heute kann ich es mir aber erlauben, das Sutta selber vorzulesen oder nachzuerzählen und dabei diese Geschichte von Angulimala und was der Buddha gemacht hat, zu verdeutlichen. Und damit Viviana mitfolgen kann, habe ich das einmal für eine spanische Übersetzung mitgebracht. Das ist aber nicht meine Übersetzung, das heißt, das ist nur so als Anhaltspunkt für dich. Ja? Ich kann das nicht überprüfen, diese Übersetzung. Aber die Geschichte von Majjhima Nikaya habe ich ein bisschen selber nacherzählt, in Anlehnung an Kai Zumwinkels Ausgabe. Und da möchte ich erstmal dazu sagen, das ist ein Sutta aus dem Majjhima, also der mittleren Sammlung, Nummer 86. Und da ist eigentlich die ganze Geschichte von Angulimala drin. Ja, alles andere ist spätere Legende, auch im Pali-Kanon. Also es gibt da noch ein Jataka, also eine Vorgeburtsgeschichte, wo er nochmal ihm was zugedichtet wird. So. Diese späteren Dichtungen im Buddhismus, die hatten natürlich den Zweck, um die Sache lebendiger zu machen. Also wenn ich eine Geschichte weitererzähle, was passiert ist, lerne ich mit der Zeit, die so spannend zu erzählen, dass der Punkt, der da so spannend ist, auch wirklich ankommt. Aber dabei schmückt man sie mit der Zeit aus. Und dann verliert es oft auch so ein bisschen die Bedeutung. Also dann oft ist das ein Shift von etwas, was sehr berührend, authentisch war, zu irgendwas, was eher spektakulär war oder was die Leute vielleicht lieber hörten. Ich habe selber einem buddhistischen Lehrer über 10 Jahre zugehört, der immer die gleichen Geschichten erzählt. Und ich habe selber gesehen, wie diese Geschichten immer größer werden, immer besser erzählt werden, wie er die beim Wieder und Wieder erzählen so gut ausschmücken kann, dass wir alle sogar lachen mussten und wir immer fasziniert waren. Aber dabei hat die Geschichte dann oft so ein bisschen, die Rahmengeschichte ist größer geworden. Ne? Und diese Überlieferung aus Majjhima Nikaya, die ist im Kern von Angulimala selber. Denn der Angulimala selber hat relativ hohes Alter wahrscheinlich erreicht. Er ist eines natürlichen Todes wahrscheinlich gestorben und er ist ein Arahant geworden, ein voll erwachter Schüler des Buddha. Und er hat selber seine Verse aufgeschrieben. Das nennt sich im Pali Theragata. Ne? Entschuldigung, nicht die Frauen, der Theragata. Und in den Versen, das sage ich euch gerne, falls ihr es nachlesen wollt, von Vers 866 bis 891 hat er seine Geschichte am Ende seines Lebens aus der erleuchteten Perspektive, die er gewonnen hat, wiedererzählt. Und dann war wenig zusätzliche Rahmenerzählung, die wahrscheinlich sehr bekannt war in der ersten Generation, notwendig, um das in eine Geschichte, in ein Sutta zu nehmen. Aber das Sutta hat bis heute ganz viele Verse, die nicht alle aus seinen Versen sind, zum Teil auch aus Dhammapada-Versen, wo wir dann nicht wissen, ist das dazugenommen, weil es passt, oder hat er das auch selber gesagt. Aber dennoch ist das die älteste Überlieferung und eigentlich enthält es auch sozusagen diese Kernbotschaft, wie aus einem Triebtäter ein nicht nur harmloser Mensch wird, sondern ein Mensch mit viel Mitgefühl und diese Transformation und Heilung, die passiert ist, wenn Menschen auf den Buddha getroffen sind, die ist so einmalig. Diese Geschichte ist sehr beliebt, wird nicht nur im Theravada-Buddhismus, auch in den anderen Schulen immer weiter getragen, weil die einfach so exemplarisch ist für das Mitgefühl eines Buddha und für seine Kraft, Menschen an dem Punkt zu treffen, wo Heilung und Transformation möglich ist. Zuerst mal zur legendenhaften Vorgeschichte. Die Suttas sind immer sehr direkt. Die sagen, was passiert ist. Und da ist ein paar Informationen, wo man denkt, da könnte man vielleicht noch das und das vermuten. Und das, was man dann vermutet, ist dann später dazugefügt worden. Da weiß man nie so genau, ist das wirklich alt oder nicht. Aber nach der Legende
erstmal möchte ich, dass diese Legende sozusagen, damit man, weil man hört die sowieso irgendwann, nach der Legende war es so, dass bei seiner Geburt die Sternenkonstellation auf Räuber, Mörder stand. Und die Eltern sollen erschrocken gewesen sein und haben ihm dann nach der Legende den Namen harmlos gegeben. Ne? Ahimsaka. Und er ist dann irgendwie sehr begabt aufgewachsen, war aus einer Brahmanenfamilie in Savatthi, in der Stadt Savatthi, und ist dann nach Takshila liegt im jetzigen Pakistan, das war eine der großen Universitäten zur Zeit des Buddha. Der Buddha selber war eventuell in Takshila, definitiv der Pasinadi, der König von der Gegend und viele andere, und soll dort bei einem Lehrer, was für ein Lehrer das auch immer war, so gut studiert haben, dass die anderen Schüler neidisch waren. Und dann haben sie ihn gehänselt und wollten ihn irgendwie anschwärzen. Und das hat irgendwann auch Frucht gehabt, weil dieser Lieblingsschüler von dem Lehrer, der wurde dann irgendwie unter Gerüchte gestellt. Und der Lehrer war dann auch nicht mehr so angetan von ihm und hätte ihm dann zum Schluss, als er gehen wollte, als er ihn rausgeschickt hat, noch ein Gelübde aufgelegt. Du musst, und das ist Vermutung, für Shiva 1000 Leute töten, damit du deine Pflicht an mich erfüllst. Und daraufhin soll er zu diesem Triebtäter geworden sein, der dann Unmengen vieler Menschen getötet hat. Das ist eine Hintergrundgeschichte, die wahrscheinlich erfunden ist, weil wir von den Quellen nicht wissen, wie es dazu kam. Und das kann man aber ruhig mal hören, dass das der Hintergrund ist so. Das Sutta fängt aber viel nüchterner an und beruht auf dem, was der Angulimala von sich selber gesagt hat. Und damit fange ich jetzt an. Da heißt es, so habe ich gehört, also so ist überliefert. Einmal hielt sich der Erhabene, das ist ja der Buddha, bei Savatthi im Jetahain, dem Park des Anathapindika, auf. Das war ja dieser Gönner, den wir das letzte Mal besprochen haben, der dem Buddha so einen großen Park zur Verfügung gestellt hat als ein großes Kloster. Und der Buddha, das war ja nicht in der Zeit, als der Buddha das erste Mal dahin kam, sondern das war schon 20 Jahre später. Da muss der Buddha ungefähr in meinem Alter gewesen sein, Mitte 50. Also wir machen jetzt sozusagen einen Zeitsprung von diesem Geschenk, von diesem Kloster, 20 Jahre später. Der Buddha hat sich sehr viel in der Gegend aufgehalten. Und bei jener Gelegenheit, also praktisch zu der Zeit, als der Buddha mal wieder in Savatthi, in dem Kloster von Anathapindika, sich aufhielt, im Reich von König Pasenadi. Der wird hier nicht näher beschrieben, weil der war da schon bekannt. Uns ist er noch nicht bekannt. Das obliegt mir noch sozusagen, den König Pasenadi vorzustellen. Das war wahrscheinlich ein Zeitgenosse und Altersgenosse von dem Buddha, der Sakya-Clan, wo der Buddha herkommt. Das war eine Art Vasallenstaat in diesem größeren Reich Kosala oder Kosala. Und der König Pasenadi muss den Buddha vorher gekannt haben, weil es zu intimen Begegnungen kam, wo die auf sehr gleicher Ebene sich erstmal begegnet sind. Und der König Pasenadi hat ihn so als einen Landsmann gesehen, aber ist dann mit der Zeit ein Schüler geworden des Buddha. Ja? Und wir sind schon in der Zeit, wo er den Buddha verehrt hat und wo er auch ihn konsultiert hat für manche Dinge. Und in der Zeit lebte ein Verbrecher namens Angulimala im Reich von diesem König Pasenadi, also um Savatthi herum. Das ist das heutige Uttar Pradesh oder ein Teil davon. Angulimala ist der Name, unter dem er bekannt war. Angulimala, eine Mala ist eine Perlenkette oder eine Kette. Ja? Auch Girlande, um sie um den Hals zu hängen. Angulimala heißt eine Fingergirlande, eine Fingermala, weil er nämlich immer, wenn er Menschen getötet hat, dann hat er ihre Finger oder vielleicht nur einen Finger gesammelt, aufgespießt auf eine Perlenkette und um sich getragen. Da merkt man schon, dass die Legende ausgeschmückt sein muss, weil 1000 Finger um den Hals hängen, das kann man noch nicht mal vom Gewicht her. Das wäre auch wahrscheinlich irgendwie, das Handling stelle ich mir schwierig vor. Aber 100, das könnte schon sein, weil eine Kette hat normalerweise 108 Perlen in Indien. Und ihr seht auf diesem tibetischen Bild diesen Gott des Todes symbolisch hinter dem Rad. Diese Figuren, diese Kali und Mahakala und so weiter, die haben auch oft so eine Girlande mit Totenköpfen. Das war
Im Grunde genommen kennt man das vom Shiva-Kult, der später erst richtig entstand, aber der seinen Prototypus hatte zur Zeit des Buddha. Warum man das aus diesem Sutta rauslesen kann, sage ich euch später. Ein mörderischer Mensch mit Blut an den Händen, der sich der Gewalt und dem Totschlag verschrieben hatte und lebenden Wesen gegenüber gnadenlos war. Dörfer, Marktstädte und Bezirke wurden von ihm verwüstet. Ständig brachte er Menschen um und er trug ihre Finger als Halskette. So, das ist die Hintergrundgeschichte. Und jetzt ist eines Morgens der Buddha in diesem Kloster. Und jetzt fängt das an, was wir Buddhisten so gerne erzählen, dass der Buddha nämlich aufgrund von seinem Mitgefühl für Menschen und seiner Fähigkeit, das Potenzial in Menschen zu entdecken, oft etwas gemacht hat, was aus unserer Sicht oder aus Sicht der damaligen Menschen zumindest unerwartet oder oft auch unklug oder vermessen aussah. Er hat sich nämlich eines Morgens vorgenommen, ich werde zu diesem Mörder gehen in den Wald. Und dazu muss man sagen, dass die Legende, dass er noch da eine Zwischengeschichte reingeschaltet hat, die hat nämlich gesagt, die wollten ihn alle töten. Die hatten schon irgendwie alles vorbereitet, dass der König diesen Mörder endlich zur Strecke bringt, weil man ihn immer nicht fangen konnte. Der hat sogar Gruppen von 30 und 40 überwältigt und hat in einem bestimmten Wald gelebt, etwas weiter weg von Sarvati, der hieß Jalini, dieser Wald. Und dann hörte seine Mutter, die auch in Sarvati lebte, dass er getötet werden soll. Und hatte sie dieses Muttergefühl, dass ich muss meinen Sohn warnen. Und ist dann dahin gegangen. Und der Buddha hätte dann sozusagen vorausgesehen, dass er seine Mutter tötet. Und im Buddhismus so, wenn man wir sagen, oder der Buddha hat gesagt, wer Vater, Mutter tötet, das hat so eine direkte Auswirkung für den menschlichen Geist, dass man danach für lange Zeit in der Entwicklung gehindert ist. Das gehört sozusagen zu dem Karma mit direkter Auswirkung. Und um das zu verhindern, wäre dann der Buddha dahin gegangen, um diese Mutter zu retten und sich selber zu opfern. Das ist aber nicht überliefert, sondern hier ist es einfach so, dass er, also das ist, geht nicht auf die alte Geschichte zurück, hier ist es einfach so, dass der Buddha eines Morgens sich gekleidet hat, seine Schale und äußere Robe nahm und nach Sarvati zur Almosenrunde gegangen ist. Und als er damit fertig war, hat er seine Lagerstätte in Ordnung gebracht. Notabene, der Buddha hat selber sein Zimmer aufgeräumt. Der war wesentlich unabhängiger, als man sich das vorstellt. Und hat dann seine Schale und Robe genommen und hat sich auf die Straße begeben in Richtung Angulimala. Und auf dem Weg sind dann viele Bauern und Hirten und Schäfer und so weiter vorbeigekommen. Und die haben alle gesagt, der Habende soll nicht in diese Richtung gehen. Das ist gefährlich, das Angulimala, der tötet jeden, der vorbeikommt. Und der Buddha hat das einmal gehört, ist ruhig weitergegangen. Und dann haben sie es noch zwei und noch ein drittes Mal erzählt. Und jedes Mal hat der Buddha es gehört und ist trotzdem ruhig weitergegangen. Ist einfach trotzdem in diese Richtung gegangen, schweigend. Und dann heißt es, der Verbrecher Angulimala sah den Erhabenen in der Ferne kommen, in dem Wald dann. Und als er ihn sah, dachte er, oh, wunderbar, erstaunlich. Da sind Männer in Gruppen von 40 oder 10 oder 20 gekommen und haben es nicht geschafft. Und trotzdem sind trotzdem meine Hände gefallen. Und jetzt kommt da dieser Mönch völlig allein, ohne Begleitung, als wenn er irgendwie von seinem Schicksal getrieben wäre. Wie wäre es, wenn ich mir den einfach hole? Und hat dann den Entschluss gefasst, diesen Mönch zu töten. Nicht wissend, wer er ist. Er hatte wohl, wie man nachher merkt, gehört, dass es Sakya-Söhne, also Buddha-Nachfolger gibt, die auch ein bestimmtes Image hatten. Aber er hat ihn nicht als den Buddha erkannt. Also hat sich Angulimala aus seinem Versteck sein Schwert und Schild geholt und Bogen und Köcher. Er war also voll, war also ein Waffenfreak sozusagen. Er hat sich ausgerüstet mit dem, was damals zur Kriegsführung man so dabei hatte. Und man darf sich das ruhig vom Potenzial genauso vorstellen wie das, was wir zum Beispiel in Las Vegas vor kurzem erleben mussten, dass jemand durchgedreht ist und einfach getrieben war, viele Menschen zu töten, und wir schockiert sind, wie sowas passieren kann. Aber das gab es auch schon
in früherer Zeit. Und dieser Angulimala war definitiv von dieser Art. Der hat getötet und getötet und getötet und niemand wusste genau warum. Ja, es wird auch nicht genau beschrieben. Man vermutet nur, dass es aus diesem Shiva-Kult kam, aber das ist auch nur eine Vermutung aus einem Vers, der dann kommt. Und ihr müsst euch vorstellen, der Buddha geht bewusst in diese Gegend, wo der Angulimala ist und provoziert diese Begegnung. Ja, und dann hat sich ja der Angulimala auf den Weg gemacht und da heißt es jetzt, da gebrauchte der Erhabene seine übernatürlichen Kräfte in der Art, dass der Verbrecher Angulimala, obwohl er so schnell lief wie ihm möglich, den Erhabenen nicht einholen konnte, der nur in normaler Geschwindigkeit ging. Und das wird in der Überlieferung oft so als der Grund genannt, warum der Angulimala plötzlich von dem Buddha so begeistert war, weil der vielleicht wunderwirksam schneller laufen konnte. Aber der Angulimala, das geht aus der Geschichte hervor, hat das gar nicht als eine übernatürliche Sache wahrgenommen. Der hat nur festgestellt, dass er nicht hinterherkommt. Und das ist ein Kennzeichen für den Buddha und auch für viele seiner Schüler. Das gibt es auch bis heute noch. Jemand, der bis zum höchsten Ziel durchgedrungen ist in der Meditation, in der Befreiung seines Geistes, der mag sehr wohl übernatürliche Fähigkeiten, Iddhis nennen wir die im Pali, entwickeln, bis dahin gehen, dass er durch Wände gehen kann, auf Wasser laufen kann, so wie das von Jesus berichtet wird, dass er Heilungskräfte hat, dass er übernatürliche Dinge wirken kann. Der Buddha hat das aber davor immer gewarnt, das Menschen zu zeigen, weil aufgrund dieses Spektakulären in den Fähigkeiten niemand wirklich Vertrauen in den Dharma findet, sondern eigentlich nur von einer ähnlichen Illusion geprägt wird oder angezogen wird, wie die Illusion, die uns diese Welt bietet, die uns unser Erleben bietet, dass nämlich alles so schön sei, dass wir es haben wollen. Und deswegen, wenn der Buddha davon Gebrauch gemacht hat, war das immer sehr dezent. Er hat das genutzt an manchen Stellen, aber er hat das so gemacht, dass die Menschen das gar nicht richtig merken. Und das ist auch nicht hervorgehoben. Und dann heißt es hier, da dachte der Verbrecher Angulimala, es ist wirklich komisch und verwunderlich. Früher konnte ich sogar einen schnellen Elefanten einholen und ergreifen, ein schnelles Pferd, eine schnelle Kutsche, sogar einen schnellen Hirsch. Aber jetzt, obwohl ich laufe, so schnell ich kann, hole ich nicht mal diesen Mönch ein, der nur in normaler Geschwindigkeit geht. Also da sieht man schon, dass der Angulimala in seiner Wahrnehmung nicht eine übernatürliche Sache erlebt hat. Er hat sich eigentlich gewundert, was ist denn mit mir los? Ich habe keine Kraft mehr. Ich konnte früher so schnell laufen. Ich bin so ein toller Kämpfer und Renner gewesen, aber ich schaffe nicht mehr, diesen Mönch einzuholen. Diese Fähigkeit hat im tibetischen Buddhismus sogar einen bestimmten Namen. Ich glaube, das ist nicht der schnelle Gang, aber der fliegende Gang oder so. Es gibt Berichte von hochverwirklichen Meistern in den Himalayas, die diese Fähigkeit haben zu laufen. Es sieht nach außen aus, als wenn sie normal laufen, aber sie sind unheimlich schnell. Sie können in unheimlich kurzer Zeit längere Strecken hinter sich legen. Es gibt einen Lehrer, den ich sehr verehre, der schon gestorben ist, Löpun Tsetsu Rinpoche, von dem das gesagt wird, dass er in Lima auf dem Weg zu einer Situation, wo auch jemand terroristische Absichten hatte, sich entschieden hat, als schon alter Mann schnell hinzugehen und um seine Leute loszuwerden, ist er so schnell gelaufen, die konnten ihm nicht hinterherkommen, obwohl ein alter Mann war, der Schwierigkeiten hatte mit den Beinen. Und dafür gibt es einige Beispiele. Es scheint diese Fähigkeit zu geben, dass man sozusagen sich schnell irgendwo hinbewegen kann, wenn der Geist so weit ist, dass er diese begrenzte Welt als Illusion erkannt hat. Aber der Angulimala wusste das nicht und hat sich deswegen gefragt, was ist denn los? Also blieb er erstmal stehen. Er hat angehalten und schrie dem Erhabenen zu, bleib endlich stehen, du Mönch, bleib endlich stehen. Und dann kommt etwas sehr Erstaunliches. Ja, der Buddha, während er weiterging, hat er gesagt, Angulimala, ich bin schon lange stehen geblieben. Da kriege ich immer so einen Schauer, weil ich damit was verbinde. Bleib auch du stehen. Ich wiederhole das nochmal. Angulimala, ich bin schon lange stehen geblieben, bleib auch du stehen. Ich weiß nicht, ob ihr heraushören könnt, welche Weisheit in diesem einen Satz steckt.
Weil der Buddha hat nicht gesagt, dann bleib doch endlich stehen oder sowas. Es war keine Erwiderung, sondern es war sofort ein Dhamma, es war ein Hinweis, du kannst in deinem Leben was ändern. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich bin immer so angerührt von dieser Geschichte. Es ist mir leider schon mal passiert, dass ich da geweint habe, weil das so berührend ist. Da dachte der Verbrecher Angulimala, puh, diese Mönche, die Sakya-Söhne, er hat schon erkannt, dieser Mönch, also der wusste nicht, dass er der Buddha selber ist, aber er hat schon am Aussehen erkannt, das muss ein Sakya-Sohn sein. Das war die öffentliche Bezeichnung für Mönche, die dem Buddha nachgefolgt ist, weil der Buddha war ein Sakya-Sohn. Und die Sakya-Söhne, Sakya-Putta oder Sakya-Puttiya, das war die damalige Bezeichnung für buddhistische Mönche. Die sprechen normalerweise immer die Wahrheit, lieben die Wahrheit. Aber obwohl dieser Mönch immer noch weitergeht, sagt er, ich bin schon lange stehen geblieben, bleib auch du stehen. Vielleicht sollte ich diesen Mönch mit ein paar Rückfragen locken. Also er hat immer noch nicht verstanden, aber er ist irritiert gewesen. Und dann geht es weiter in diesem Sutta in Versform, ja. Und zwar deswegen, nicht weil der Angulimala plötzlich im Wald ein Poet geworden ist, sondern weil diese Geschichte auf seinen eigenen Worten beruht, die man nämlich in seinen eigenen Versen nachlesen kann. Die sind hier nur wiedergegeben in dieser Prosa-Erzählung. Und da steht dann, obwohl du gehst, Mönch, sagst du, du seist stehen geblieben. Ich stehe, doch du sagst, ich sei nicht stehen geblieben. Ich frage dich nun, oh Mönch, was das bedeutet. Wieso bist du statt meiner stehen geblieben? Und im Pali ist das ein Vers, aber ich kann das nicht wiedergeben. Und jetzt passiert das, was man nicht anders als Transformation nennen kann. Ja, was das Eigentliche ist an dieser Geschichte. Der Buddha erklärt ihm diesen Vers, ja, der ihn schon irritiert hat. Und er erklärt es so, Angulimala, für immer bin ich stehen geblieben und zur Ruhe gekommen. Ich enthalte mich aller Gewalt gegenüber den Wesen. Doch du bist ruhelos und getrieben von Zerstörung des Lebens. Deshalb bin ich stehen geblieben und du dagegen nicht. Und durch diese Erklärung ist was passiert, was sich so einfach liest, aber in Angulimala muss da das passiert sein, was mich sozusagen so fasziniert, dass er nämlich diese Chance darin gespürt hat, es ist möglich, mein Getriebensein zu beenden. Ja. Müsste ich mir vorstellen, jemand, der ein Triebtäter ist, wenn ich euch fragen würde, ob der Mann, der in Las Vegas diese vielen Menschen aus unerklärlichen Gründen getötet hat, der sich dann selbst getötet hat, hätte der sich selbst getötet, wenn er sehr glücklich mit dieser Tat gewesen wäre? Natürlich nicht. Warum würde ein Selbstmordattentäter sich selber töten oder, wenn er sowas gemacht hat, fliehen oder sich verstecken, wenn er wirklich sehr glücklich darüber wäre? Und aus buddhistischer Sicht, aus buddhistischem Menschenbild heraus, gibt es noch nicht mal jemanden, der gerne lügt oder der gerne sexuelles Fehlverhalten hat oder solche Dinge, sondern diese Dinge passieren immer mit einem großen Maß an Verstecken und Scham, weil es gibt einen Bereich in unserem Herzen, den kann man nicht korrumpieren. Das ist nämlich, was wir oft das Gewissen nennen, aber im Buddhistischen ist einfach das Symbol, in unserem Herzen gibt es ein Wissen um Heilsames und Unheilsames. Wir wissen, was uns und anderen gut tut und wir wollen das. Wir wollen zutiefst das Gute. Und wir verabscheuen das Nicht-Gute. Wir sind eigentlich ethisch in unserem Herzen. Wir brauchen nicht jemanden, der sagt, du sollst nicht töten, weil wir wissen eigentlich von uns aus, niemand tötet gerne. Und aus buddhistischer Sicht kann es nicht so etwas wie eine Todesstrafe geben für Schwerverbrecher, weil aus buddhistischer Sicht auch der Schwerverbrecher zur Transformation fähig ist, weil es in ihm liegt. Und des Buddhas Ratschlag an seine Schüler ist deswegen, selbst wenn euch jemand 4 Arme und Beine mit einer 2-Mann-Säge absägen würde, selbst in dem Moment sollte man versuchen, positiv und wohlend mit tiefer Liebe
auf diese Menschen einzuwirken, sonst würde man nicht das Buddhas Lehre erfüllen, weil noch in dem Moment Transformation selbst bei einem Triebtäter möglich ist. Das passt nicht so ganz in unser Menschenbild und wie wir nachher sehen, auch nicht in das Menschenbild der Menschen, die Angulimala erlebt haben, weil wir davon ausgehen, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich heiße Hopf, aber Hopfen und Malz verloren, da ist Zappenduster. Wenn jemand mal so dunkel in solchen Dingen drin ist, ist keine Heilung mehr möglich. Das stimmt aber nicht. Zutiefst ist Transformation möglich. Ja. Und deswegen, der Angulimala, nach meinem Verständnis, meiner Lesart dieses Suttas, hat in diesem Hinweis nicht nur gehört, du sollst es nicht tun, Quatsch, sondern er hat gehört, du kannst stehen bleiben. Es ist möglich, dein Leben zu ändern. Ja? Und das ist Chance für dich, Chance für mich. Ja? Mein Ordinationsvater in Thailand hat manchmal gesagt, sogar dein Mörder ist ein Heiliger geworden. Aber meine Schüler, die haben noch nicht mal gemordet und sind es noch nicht geworden. Aber positiv ausgedrückt. Der Buddhismus ist die Message an die Welt, dass Ethik aus dem Herzen möglich ist, dass Transformation möglich ist, dass aus einem Triebtäter ein Mensch voller Mitgefühl werden kann. Und wenn das möglich ist, ist eigentlich alles möglich. Ja. Gut. So, der Angulimala hat nach meinem Verständnis, das steht da nicht, in dem Moment verstanden, was ihm angeboten wurde. Er sah die Möglichkeit, von seinem Getriebensein loszukommen. Und jetzt kommt ein Vers, also der Angulimala hat in seinen Versen jetzt etwas geschrieben, was oft so besetzt wird. Endlich ist ein weiser Herr in meinen Wald gekommen und hat mir den Dhamma gelehrt. Und deswegen weiß ich nun, was ich tun muss. Aber das macht gar keinen Sinn richtig, weil ich meine, das Töten nicht gut ist, das braucht man auch keinem Triebtäter sagen. Was da, wenn man vom Pali her übersetzt, kannst du Pali? Aber du interessierst dich wahrscheinlich für solche Textforschungen. Ja, ja. Sanskrit ist ja, dass das später entstanden ist, aber es ist sehr ähnlich. Da steht, dann kann ich das ja doch für jemanden mal zitieren, wenn ich das überhaupt aufgeschrieben habe. Ja, da steht Chirang Vata Mahito Maheso. Maheso, Mahesi vom Sanskrit, heißt Herr. Es ist ein Titel für einen Verwirklichten oder für einen Erhobenen, also für einen entweder Gott oder jemanden, der die Erleuchtung erlebt hat. Und man liest es oft so, als wenn es sich auf den Buddha bezieht und könnte dann so übersetzen, endlich ist ein Weiser zu mir gekommen. Aber es ist auch eine andere Übersetzung möglich und die halte ich in Anlehnung an Richard Gombrich, das ist ein Forscher, den ich gelesen habe vor langer Zeit dazu aus England, ein Palitologe, für wahrscheinlicher. Da kann man es auch so übersetzen, für lange Zeit stand ich unter dem Schwur des Herrn und damit ist Shiva gemeint. Dieser Shiva-Kult ist später erst richtig populär geworden, aber es gibt schon Prototypen davon. Und wahrscheinlich ist es so, dass er ein Triebtäter aufgrund eines religiösen Anlasses geworden ist. Aber ob man aus religiösen Gründen oder aus sexuellen Gründen oder aus finanziellen Gründen anfängt, Dinge zu tun, die den eigenen Geist beflecken, man wird zum Triebtäter, man kommt da nicht mehr raus. Und dann sagt er, doch nun bist du zu meiner Rettung, zu mir in diesen großen Wald gekommen. Ja, und davon lese ich ab, er hat diese Chance verstanden aus diesem Vers, die ihm angeboten wird. Er hat sozusagen dieses Mitgefühl des Buddha und auch er hat herausgelesen, es ist, für mich ist Rettung möglich. Es ist möglich, mein Leben zu ändern. Nachdem ich deinen Vers gehört habe, sagt er dann weiter, habe ich den Dhamma verstanden. Das ist auch die Wirklichkeit, aber auch der Dhamma eines Lehrer. Dhamma, Dharma ist ein sehr vielschichtiges Wort, was aber in diesem Fall heißt, ich habe die Wirklichkeit oder die Lehre verstanden, kann man auch so übersetzen. Nun kann ich für immer mein Übel beenden.
Das klingt ein bisschen anders als moralischer Anspruch, ne? Das klingt so, wie es auch wahrscheinlich gewesen ist, dass Angulimala eine Chance gesehen hat, dass seinem Herzen die Möglichkeit entstanden ist, von diesem Ballast an Schuld und diesem Getriebensein frei zu kommen. Und was hat er dann gemacht? Er hat seine Waffen ausgezogen und in einen Abgrund geschmissen, also weit weg von sich geschmissen, ist dem Erhabenen zu Füßen gefallen und hat darum gebeten, dass er sein Schüler werden kann und in den Orden aufgenommen wird, also Ordination erhält. Nun sind wir ja nicht am Anfang des Buddhismus, wo der Buddha relativ leicht Leute ordiniert hat, sondern schon in der Zeit, wo es dafür ein bestimmtes Prozedere gab. Normalerweise musste man erstmal geprüft werden und dann sollte man Zuflucht nehmen. Und dann gab es auch für Menschen, die eine schwierige Vergangenheit, eine Probationszeit, also eine Bewährungszeit, besonders wenn sie aus anderen Gruppen kamen, aus anderen Überzeugungen, Shiva-Kult definitiv. Aber wenn sie aus anderen asketischen Gruppen waren, die eine ganz andere Lehre hatten, dann sollten die erstmal eine Zeit lang im Sangha mitleben und dann wollte man erstmal sehen, ob sozusagen das Frucht bringt. Und nun könnte man einmal denken, dass der Buddha sagt, ja, wir haben so ein Rehabilitationsprogramm, ja, so als Wiedereingliederung ins Leben schlage ich vor, wir lassen uns mal einfallen, was wir mit dem machen, vielleicht eine Therapie oder eine Art Bewährung, du brauchst einen Bewährungshelfer und so. Und dann können wir mal schauen, und das hat er natürlich nicht gesagt, sondern was hat er gesagt? Und das ist wieder ziemlich herzergreifend. Was hat er gesagt? Hier steht dann auch noch, um das zu betonen, der Buddha, voll von großem Mitgefühl, der große Lehrer dieser Welt, der an der Freude angekommene, sagte nur Ehi Bhikkhu. Das heißt, komm, Mönch. Also er hat ihm sozusagen Amnestie erteilt. Er hat ihn schon bei diesem Wunsch als Mönch gesehen. Er hat nicht gesagt, komm, wir können was mit dir machen oder so, oder da ist was möglich, sondern er hat schon gesagt, du bist jetzt ein Mönch. Ja? Und ein Mönch ist jemand, der dem Töten abgesagt hat und nicht nur das, der darf noch nicht mal auf bestimmte Pflanzen treten oder Äpfel pflücken oder sowas. Das ist ein hochgradiges, ein Training, das hochgradig auf den Schutz des Lebens ausgerichtet ist. Ja, das ist eine Ehre, ein buddhistischer Mönch zu sein, weil du hast sehr viele Regeln, die alle sich darum drehen, das Leben zu erhalten und deinen Geist zu schulen. Und der Buddha hat ihm sozusagen einfach gesagt, Ihi Bhikkhu. Er hat einfach gesagt, komm, Mönch. Er hat ihn in dem Moment, in den Klamotten voller Schmutz und noch Blut an den Händen, wahrscheinlich diese Kette noch um, hat er gesagt, dein Potenzial ist, Erleuchtung zu erlangen. Denn der Buddha hat nur den ordiniert, von dem er dieses Potenzial, also in dem er dieses Potenzial gesehen hat. Ja, und dann geschah es auf diese Weise, dass der Angulimala an Ort und Stelle, ohne dass er überhaupt die richtigen Roben und so weiter hatte, wurde er ein buddhistischer Mönch. Und der Buddha hat ihn dann mitgenommen, und das steht hier also er hat sich mit ihm zurück auf den Weg gemacht, und da steht hier, der Buddha ging zurück mit Angulimala als seinem Aufwärter, Assistenten. Das war natürlich ein guter Trick. Der sah ja noch wie Angulimala aus, ne? Und der war ja bekannt, der hatte ja ganze Gegenden verwüstet und Dörfer geleert und so weiter und hatte viele Feinde und zu Recht wurde er verfolgt. Und der Buddha hat wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, sonst wäre es nicht möglich zu sagen, als Aufwärter, also als Diener, als Assistent, hat ihm wahrscheinlich, der Buddha hat immer drei Roben getragen. Die eine, die Winterrobe, hat man nur über die Schulter getragen. Hat ihm wahrscheinlich diese Robe umgelegt und seine Schale gegeben, damit er sozusagen die ihm hinterher trägt, weil dann fällt er auch gar nicht auf als Angulimala, sondern sieht er aus wie ein Mönch. Und dann sind sie zurückgegangen in dieses Kloster im Jetta-Hain, im Anathapindikas Park. Und dann stelle ich mir vor, aufgrund der Erzählung, dass doch ein paar Leute, die da auf dem Weg
ihre Agrarwirtschaft betrieben haben, also die Hirtenbauern und so weiter, das mitgekriegt haben und da ist ein Tumult entstanden. Ist das nicht Angulimala? Und die sind dann zum König gerannt. In der gleichen Zeit, in der der Buddha mit dem Angulimala am Kloster ankam und wahrscheinlich dann die anfingen, seine Haare zu schneiden, ihn zu waschen und ihm eine Robe zu geben und Schale und so weiter. In der Zeit gab es einen Aufstand vor dem Palast, vor dem Haus von dem König. Das war ja alles nur ein klein überschaubares Reich. Ich war in dieser Stadt Sawati in der Ausgrabung, da kannst du von einer Mauer zur anderen sehen, das ist so ein paar Kilometer. Da sieht man noch den Wall von dem Stadtrand. Und die standen davor und haben geschrien und getobt und Lärm gemacht und haben gesagt, der ist hier jetzt in ein Reich gekommen, du musst jetzt was tun, nimm deine Männer. Der Angulimala ist hier in der Nähe, den musst du umbringen, der ist so eine große Gefahr, der hat meine Mutter getötet und meine Schwester und so weiter. Also da ist ein Tumult entstanden, wie man ihn auch heute kennt, wenn man weiß, dass jemand sowas getan hat, dann ist da ein Mordserregung da bei Menschen, dann diesen Mörder zu töten natürlich. Und dann hat der Passenadi gesagt, okay, und hat dann 500 Leute steht da, aber 500 ist im Pali-Buddhismus immer so eine Zahl. Also in indischer Überlieferung ist 500 einfach viele. Er hat dann viele Leute genommen, ist voll bewaffnet, dann mit seinen Streitkräften und Artillerie steht da, wenn man das übersetzt, ist er dann natürlich nicht im Wald gegangen, sondern er ist zum Kloster gegangen. Darauf lese ich ab. Die wussten, dass der Angulimala im Kloster gelandet ist. Ne? Und das Kloster ist im Reich des Kosala, ist ganz unweit von der Stadt Sawati gewesen. Und dann hat er seinen Wagen abgestellt und dann zu Rest zu Fuß ist er zum Buddha gegangen, wahrscheinlich Artillerie erstmal da am Tor, weil kann man sich vorstellen wie heute, wer würde denn mit der Armee in ein Kloster einmarschieren? Ne? Aber der Passenadi war auch schon ein Schüler des Buddha. Und dann hat er erstmal zum Buddha gegangen, sich verbeugt, ihn begrüßt und hat sich seitlich neben ihn gesetzt. Das war die übliche Art, wie man dem Buddha sich genähert hat. Und dann hat der Erhabene gefragt, hey, was ist los, großer König? Greift dich etwa König Senia Bimbisara von Magadha? Das ist das andere größere Reich, die beide so ein bisschen in Konkurrenz waren. Oder Lili Chavia von Vesali, die hatten keinen König, aber das war ein demokratischer Bund von Stämmen, die auch sehr stark waren, an oder andere feindlich gesonnene Könige. Und dann hat Passenadi geantwortet, ehrwürdiger Herr, König Senia Bimbisara von Magadha greift mich nicht an, auch nicht Lili Chavia und so weiter, keine anderen feindlichen Könige. Aber es hält sich ein Verbrecher namens Angulimala in meinem Reich auf, der ein mörderischer Mensch ist mit Blut an den Händen, der sich der Gewalt und dem Totschlag verschrieben hat und lebenden Wesen gegenüber gnadenlos ist. Dörfer, Marktstädte und Bezirke sind von ihm verwüstet worden. Ständig bringt er Menschen um und er trägt ihre Finger als Halskette. Doch ich werde wahrscheinlich niemals in der Lage sein, ihn zur Strecke zu bringen. Wie das genau gemeint ist, da rätsel ich noch. Entweder wusste er schon, dass auch größere Menschenmengen, die versucht haben, den Angulimala aus dem Wald zu holen, alle gestorben sind. Oder es ist ein Eingeständnis, dass er verstanden hat, der Angulimala ist schon längst sozusagen unter Amnestie. Das weiß ich nicht. Aber die Bedeutung ist, er müsste hingerichtet werden. Er ist ein Schrecken in unserer Gegend. Ja. Und die Leute sind aufgebracht. Und dann der Buddha in seiner Weisheit hat dann gesagt, großer König, angenommen, du würdest sehen, dass Angulimala Haar und Bart abrasiert, die gelbe Robe angezogen hätte und in die Hauslosigkeit gezogen wäre, dass er sich davon nicht hielte, Lebewesen zu töten, noch nicht ganz zu schweigen von Menschen, alle Lebewesen, sich davon enthielte, zu nehmen, was nicht gegeben wurde, also zu stehlen, und von falscher Rede, dass er zölibatär lebte, sittsam und von gutem Charakter wäre. Wenn du ihn so sehen würdest, was würdest du dann mit ihm tun? Was will man da sagen? Ne? Als Schüler des Buddha, gleichzeitig als Verantwortlicher im Reich, als König,
Und vor dem Buddha hat jeder immer richtig geantwortet. Die Leute haben nie etwas fingiert. Vor dem Buddha konnte man offensichtlich, in Angesicht seiner Nähe, konnte man nie lügen oder irgendwas anders. Man hat immer das Richtige gesagt und die richtigen Entscheidungen getroffen. Das ist übrigens bis heute so. Wenn dir der Buddha durch die Suttas begegnet, das transformiert dein Denken. Ja, du kannst, wenn dir innerlich der Buddha begegnet ist, dann kannst du nicht mehr entspannt lügen. Das ist so. Das ist dann nicht mehr so gut möglich. Ehrwürdiger Herr, hat er dann gesagt, dann würden wir ihm natürlich huldigen. Ja, das heißt, ihn verehren. Also ganz zu schweigen von ihn nicht töten. In seiner Gegenwart aufstehen, ihn einladen, bei uns Platz zu nehmen. Wir würden ihm mit Roben, Almosenspeise, einer Lagerstätte und Medizin, also den Requisiten, die ein Mönch geschenkt bekommt von Laien, versorgen. Und wir würden ihm sogar eine rechtmäßige Wache, Verteidigung und Schutz besorgen. Also wissen, dass er viele Feinde jetzt hat, hat er sogar versprochen, er würde ihm königlichen Schutz geben, damit er nicht getötet wird von den Familien seiner Opfer. Aber, das ist auch sehr ehrlich, erhabener, es ist ein völlig unmoralischer Mann von üblem Charakter, ein Triebtäter. Wie könnte er jemals solche Sittlichkeit und Zurückhaltung entwickeln? Und bei diesem Gespräch saß der Angulimala unweit vom Buddha, aber eben als Mönch, schwer zu erkennen. Und da streckte der Erhabene seinen rechten Arm aus, du bist nicht der Angulimala, aber mein gutes Beispiel, und sagte zu König Pasenadi, großer König, das ist Angulimala. Da wurde der König Pasenadi voller Furcht und erschrak. Mit zu Berge stehenden Haaren. Und weil der Erhabene wusste, dass der König voller Furcht und Aufregung die Haare zu Berge standen, sagte er, hab keine Angst. Großer König, hab keine Angst. Du hast nichts von ihm zu befürchten. Der Buddha wusste schon, dass diese Triebhaftigkeit und dieses Töten in ihm schon besiegt war. Die Transformation hat im Wald schon längst stattgefunden. Sonst wäre er gar nicht Mönch geworden. Und langsam legten sich die Haare des Königs und seine Furcht. Und dann ging er hinüber zu diesem ehrwürdigen Angulimala und sagte, ehrwürdiger Herr, ist der ehrwürdige Herr wirklich Angulimala? Ja, großer König. Ehrwürdiger Herr, jetzt checkt er ihn noch ein bisschen. Aus welcher Familie stammt dein Vater, also der Vater des edlen Herrn? Aus welcher Familie stammt seine Mutter? Weil die Familie war gut bekannt. Dann hat Angulimala geantwortet, mein Vater ist ein Gaga, das heißt, er kommt aus dem Geschlecht der Gaga, so wie Gotama, aus dem Geschlecht der Gotamiten sozusagen. Ne? Der Vater hieß eigentlich Bhagava Gaga, aber man sagt immer, mein Vater ist von den Gagas, meine Mutter von so und so. Und meine Mutter ist eine Mantani. Und dann hat der Pasenadi ihn mit seinem bürgerlichen Namen angeredet, der sich zusammengesetzt hat damals aus Vater- und Mutterherkunft. Der edle Herr Gaga Mantani Puta, also Sohn der Mantani, so wurde man damals genannt, verweile in Frieden. Das heißt, er hat ihm Amnestie erteilt, ja. Und in Zufriedenheit, man kann das auch so übersetzen, in Zufriedenheit. Sei er zufrieden, sei er im Frieden. Er hat ihm königliche Amnestie erteilt. Und er hat dazu gesagt, ich werde Roben besorgen, Almosenspeise, Lagerstätte und Medizin für den edlen Herrn Gaga Mantaniputta. Er hat seinen Namen Angulimala nicht benutzt, weil er hat anerkannt, da ist eine Verwandlung stattgefunden. Er hat diese Verwandlung gesehen und er hat den Namen Angulimala fallen lassen. Ja. So, was wir früher mal waren, gilt nicht mehr nach einer Transformation. Ja. Jemand, der auch nur die kleinste Verwirklichung im Buddhismus erlebt hat, kann nicht mehr der sein, der er vorher war, auch wenn andere ihn dafür halten. Ja. Deswegen bekommen Mönche oft einen anderen Namen.
Und solche, die hohe Verwirklichung haben, bekommen oft noch einen Titel wie Maha, Moggallana oder so. So, und dieser König war ja schon ein Förderer des Sangha, des Ordens. Und der hat ihm bewusst als Zeichen für alle, die dabei waren, hat er nicht gesagt, der edle Angulimala, das wäre ein Widerspruch. Ne? Er hat gesagt, der edle Gaga Mantaniputta. Damit hat er ihn als einen freien Mann bezeichnet und ihn frei gemacht von der Todesklage, unter der er stand. Sozusagen der Fahndungsbrief war erloschen. Ja. Doch der ehrwürdige Angulimala hatte die Dutanga-Regeln angenommen. Dutanga sind Regeln, das sind Regeln, die man nicht nehmen muss. Das sind so besondere Trainingsregeln, die 13 Stück, da wurde gesagt, also wenn ihr extrem praktizieren wollt, dann gibt es 13, die dürft ihr machen, aber die anderen nicht. Also auf Nagelbrettern schlafen hielt ja nicht für sinnvoll, sich zu Tode fasten auch nicht, aber es gibt so Regeln wie, man darf nur unter einem Baum schlafen oder immer im Freien oder eine Robe nur aus Fetzenkleidung und so weiter. Es gibt 13 Regeln, von denen jeder Mensch versucht mindestens eine einzuhalten, manche auch viel mehr. Das sind alternative Regeln, also entweder immer unter einem Baum schlafen oder immer im Freien oder nur also Essen nehmen, immer von anderen Häusern, also nicht Favoriten, sich anzuerziehen, einen gut zu versorgen, sondern immer woanders hinzugehen. Das sind Regeln, die alle auf Bescheidenheit und Training und Meditation ausgelegt sind. Aber als jemand, der solche Regeln angenommen hat, kann man keine geschenkte Robe annehmen von jemandem, also Bekleidung für Mönche, wenn man schon welche hat. Und man darf die auch überhaupt nicht annehmen, weil man sich die aus Fetzen selber zusammennähen muss. Ja? Das ist kein Muss, aber das hatte er, also daran merkt man schon, dass er eifrig angefangen hat. Also gleich von Anfang an wollte er wirklich eifrig sein Kammer ändern. Und er war jetzt ein Eremit, also ein Waldbewohner, er brauchte auch keine Hütte. Und deswegen hat er erwidert, danke großer König, ich habe genug. Meine dreifache Robe ist vollständig, ich brauche nichts. Und dann kehrte der König Pasenadi zum Erhabenen zurück und nachdem er ihm nochmal geehrt hat und sich vor ihm verbeugt hat, hat er sich wieder seitlich niedergesetzt und ihm gesagt, es ist erstaunlich, ehrwürdiger Herr, es ist so erstaunlich, wundersam, wie der Erhabene die Ungebändigten bändigt, den Friedlosen Frieden bringt und jene, die Nibbana nicht erlangt haben, zum Nibbana führen kann. Ehrwürdiger Herr, wir selbst konnten ihn mit Gewalt und Waffen nicht bändigen, aber der Ehrwürdige hat das Ganze ohne Gewalt geschafft, ohne Waffen. Und nachdem er diesen Ausspruch gemacht hat, hat er gesagt, jetzt muss ich allerdings zurück, ich habe viele Geschäfte zu tun, bin noch sehr beschäftigt, es ist mitten im Tag, ich muss leider zurück. Und der Buddha hat dann nur gesagt, großer König, tu, was du für nötig hältst. Ja. Und er hatte sich erhoben, der Pasenadi, und nochmal sich verbeugt vom Erhabenen und Abschied genommen, mit der rechten Schulter zum Erhabenen hingewandt. Das war auch nur ein Zeichen der Ehrerbietung. Also man hat dann immer rechts die Person umwandelt mit der freien Schulter, rechten freien Schulter, was Mönche oft noch haben, wenn sie irgendwo vor dem Tempel oder vor einer Buddha-Statue sind, immer rechte Schulter frei. Das kommt eigentlich aus der indischen Tradition, nicht aus dem Buddhismus. So, damit ist die eigentliche Transformationsgeschichte beendet, aber noch nicht die Heilungsgeschichte. Und ich habe noch 8 Minuten. Doch. 8 Minuten? Ja. Und dann kommt eine zweite Geschichte. Da wird erzählt, wie der Mönch, der in Wirklichkeit jetzt Ahimsaka hieß und meiner Vermutung nach von seinen eigenen Versen, hat er als Mönch diese Bezeichnung bekommen. Also Mönche bekommen oft als Programm einen Namen, der viel zu hoch für sie ist. Meiner ist Jinavaro. Ne? Und Jinavaro, Jina ist der Buddha selber, der Sieger. Und Varo ist der übermäßige Sieger über Samsara. Das erfülle ich lange nicht. Aber das ist immer so ein Name, mit dem man eine Richtung bekommt. Und der Angulimala hat den Namen Ahimsaka bekommen. Bestimmt nicht von seinen Eltern, sondern er sagt selber, jetzt ist mein Name Ahimsaka. Also der Harmlose, der
friedfertiger. Und jetzt kommt eine Geschichte, wo man sehen kann, dass er schon sehr viel Mitgefühl entwickelt hat, der ehemalige Triebtäter. Danach, als es Morgen wurde, zog sich der ehrwürdige Angulimala an, nahm seine Schale und äußere Robe und ging nach Savate hinein, um Almosen zu sammeln. Also am nächsten Morgen. Als er in Savate um Almosen von Haus zu Haus zog, und ihr müsst euch vorstellen, Mönche sehen alle gleich aus. Wenn man meine Haare schneidet und meinen Bart und ich habe eine Robe wie der andere, man erkennt die Leute nicht. Er war noch sozusagen da inkognito, ganz anderer Name, ganz andere Gewohnheiten. Die haben ihn erst nicht erkannt in Savatthi als Angulimala. Ne? Der König hat ihn selber auch nicht erkannt vorher. Und da hat er eine bestimmte Frau gesehen, die gerade Gebärungen, also Schwierigkeiten hatte, ein Kind zu gebären. Ja? Und das ist ja heute nicht mehr so bekannt, aber früher war das ja oft sehr schwierig. Manchmal ist Mutter und Kind gestorben bei der Geburt und sie hatte Komplikationen. Ja, im Endstadium ihrer Schwangerschaft und hatte Schmerzen und vielleicht Wasser verloren und was weiß ich. Und dann hat er das gesehen und hat gedacht, oh, wie sehr doch die Lebewesen im Elend stecken. In der Tat, wie sehr doch die Lebewesen im Elend stecken bleiben. Gestern noch ein Triebtäter, heute jemand, der bei Geburtsschwierigkeiten Mitgefühl hat. Ja, das ist passiert bei ihm. Das schafft der Dhamma. Das schafft die Begegnung zum Buddha. So, nachdem er dann mit der Almosenrunde fertig war, ist er zum Buddha gekommen und hat ihm davon erzählt. Also das und das habe ich heute gesehen und erlebt. Und hat ihm sozusagen erzählt, es tut mir so leid, dass diese Frau so leiden muss. Und dann hat der Buddha gesagt, wenn das so ist, also er hat gesagt, in diesem Fall, aber das kann man auch so übersetzen, wenn du schon so viel Mitgefühl hast, dann kannst du etwas für sie tun. Dann gehst du jetzt wieder zu dieser Frau und sagst, Schwester, seit ich geboren wurde, kann ich mich nicht daran erinnern, jemals vorsätzlich einem Lebewesen das Leben genommen zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein und dein Kind auch. Und dann hat Angulimala gesagt, aber das würde doch nicht der Wahrheit entsprechen, das wäre doch eine vorsätzliche Lüge, denn ich habe ja doch viele Lebewesen vorsätzlich in meinem Leben getötet. Merkt ihr, der Buddha, warum gibt der Buddha diesem Mann diesen Tipp? Also es gab schon oft so Situationen, wo Mönche gerne helfen wollten. Aber warum dem Angulimala dieser Vers? Weil der Buddha das Potenzial in den Menschen sieht. Und das Potenzial ist das Mitgefühl. Das Potenzial ist die Erleuchtung. Der Buddha verstärkt das Potenzial. Wenn das Potenzial auch nur im Ansatz da ist, dann kann man aufgrund dieses Potenzials für andere große Dinge wirken. Im Pali heißt es Etena Satcha Vajena und dann kommt das, was man wünscht. Das nennt sich auch das Aussprechen von Wahrheit wirkende, der Aussprechen von Wahrheit wirkende Wunsch. Was sagt deine Uhr? Seit 2 Minuten. Gut. Und dann hat der Buddha gesagt, okay, Angulimala, verändern wir das. Ja? Sag ihr, Schwester, seit ich mit dieser edlen Geburt geboren wurde, kann ich mich nicht daran erinnern, jemals einem Lebewesen vorsätzlich das Leben genommen zu haben. Bei dieser Wahrheit, im Aussprechen dieser Wahrheit, mögest dir gut gehen. Und das ist ein Paritta geworden, so ein Chant im Theravada-Buddhismus für Schwangere, weil das chantet man oft für Schwangere so als Schutztext. Ne? Und damit hat der Buddha gesagt, okay, wenn du dein Potenzial nicht sehen kannst in deinem jetzigen Leben, dann sag es so, wie du dazu stehen kannst, seit du Mönch geworden bist, seit diese Transformation stattfand, diese edle Geburt zu einem Buddha-Schüler, zu einem Seka, zu einem Schüler. Seitdem hast du vorsätzlich kein Leben getötet. Und das ist ausreichend genug Verwirklichung, um Heilung zu bewirken. Und dann ist diese Heilung eingetreten. Er hat das gemacht und die Geburt war gut. Und beide haben überlebt. Die dritte Geschichte, eine Minute noch, zeigt, das muss ich noch erzählen, die eigentliche Heilung des Angulimala. Denn bisher war er transformiert, aber die Heilung ist ein längerer Prozess.
Für diese Heilung hat er sich zurückgezogen in den Wald. Seinem Versprechen gemäß hat er im Wald praktiziert, nachdem er genügend ausgebildet war, hat sehr eifrig meditiert und hat aus sich heraus durch eigene Erkenntnis das höchste Ziel verwirklicht. Er wurde ein Arahant, ein voll erleuchteter Schüler des Buddha. Daraufhin ist er zum Buddha zurückgegangen und ist dann an einem Morgen, direkt am nächsten Morgen nach seiner Befreiung, nach seiner Heilung, nachdem alles alte Kamma besiegt war, der Durchbruch zum Endziel heißt, alles, was je gewesen ist, ist entkräftet. Ja. Es kann kein neues Kamma mehr entstehen. Es gibt keinen Anlass mehr. Es gibt noch nicht mal eine Wiedergeburt. Alle Wirkungen unserer bisherigen unendlichen Leben sind damit zum Ende gekommen. Es gibt keinen Angriffspunkt mehr für Dinge, die daraus entstehen können. Und er ist dann wieder auf Almosenrunde gegangen und da haben ihn Menschen erkannt, ja, und haben angefangen, Knüppel und Steine und Erdklumpen und Scherben auf sein Gesicht zu werfen. Und er ist zurückgekommen mit dieser Almosenrunde ohne Essen, mit zerbrochener Schale, zerrissener Kleidung und blutüberströmend im Gesicht. Ja, und ist gerade sozusagen einem Lynchakt entgangen. Und dann ist er zum Buddha gekommen und der Buddha hatte immer ein Auge auf ihn. Ja. Der Buddha hat immer ein Auge auf seine Schüler gehabt. Er sah ihn von Weitem kommen und sagt zu ihm, ertrage es, Brahmane. Ja. Brahman. Ja. Er hat das nicht gesagt, weil der Angulimana brahmanische Herkunft war. Das ist völlig unwichtig. Sondern weil dieser Titel Brahmane, der Buddha hat nie gesagt, ehrwürdiger zu seinen Schülern, wenn sie das Ziel erreicht haben. Er hat sie dann Brahmane genannt. Ja. Der wahre Brahmane, der das höchste Ziel erreicht, ist ein Arahant. Also er hat gesagt, Arahant, Brahmane, ertrag es. Denn was du jetzt erlebst, ist das Ergebnis von Taten, von Kamma, wir nennen das Kamma Vipaka im Pali, das zu Frucht kommen eines Kamma, kann auch einem Arahant passieren in eben diesem Leben. Ja, der Mahamoggallana wurde gelyncht als voller Arahant. Sariputta dem wurde der Schädel fast eingeschlagen und andere Nonnen wurden sogar misshandelt und so weiter. Das kann alles passieren, aber es nimmt einem nichts mehr weg. Und er hat gesagt, was du jetzt erlebst, ist die Auswirkung von deinen früheren Taten und du hättest Ertrag es, denn du hättest für viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende hättest du in hölleähnlichen Bereichen dieses Erleben ausarbeiten müssen, bis du wieder diese Chance bekommst. Also ertrag es. Ja, und das ist wichtig noch zu sagen, denn diese Geschichte, es gibt jetzt noch Verse von ihm, die schön sind, die lasse ich weg aufgrund der Zeit. Ja, die kann man selber nachlesen, aber summa summarum kann man sagen, Angulimala ist nicht nur ein Beispiel für das große Mitgefühl eines Buddha, sondern für die Möglichkeit, die der Dhamma hat in deinem und meinem Leben. Denn man kann sagen, solange wir in diesem Körper sind, haben wir die Chance, egal was passiert ist in diesem oder vorigen Leben, welche Dispositionen wir haben, es ist möglich, 180 Grad umzukehren. Solange wir nicht gestorben sind, ist alles, was noch nicht zur Frucht gekommen ist, abwendbar in seinen karmischen Folgen. Und das heißt, dass Vergebung und völlige Heilung möglich ist am inneren Menschen, in eben diesem Leben, egal welche Vorgeschichte wir hatten. Und das heißt Chance für dich und Chance für mich. Damit möchte ich den Talk beenden. Dankeschön.